Hallo, ich bin Jonas. Und ich bin Hauke. Wir sind von Steintheorie 20 und haben heute Geh nicht in den Winterwald dabei. Genau. Wir haben Geh nicht in den Winterwald gespielt. Wir sind aber in den Winterwald gegangen. Ja. Spoiler-Alarm. Genau, Spoiler-Alarm. Man geht bei diesem Spiel in den Winterwald. Ja. Es ist vom System Matters Verlag, ein kleiner, feiner Rollenspielverlag. Also von denen ist es übersetzt worden. Ja, es ist, wie man sieht, ein sehr lustiges Format, so DIN A5 auf der Seite quasi. Ist auch nicht so furchtbar dick. Vom Stil der Zeichnung her, ja, es ist so, also teilweise sind es so schwarze Seiten auf weiß, aber das meiste ist natürlich, andersrum, weiß auf schwarz meine ich, und sonst ist es aber eigentlich normal. Ich würde sagen, hat halt mehr so einen Bleistiftzeichnungsstil, aber ist durchaus stimmungsvoll und nette Zeichnungen drin. Also viele der Zeichnungen erinnern so, sind so ein bisschen diesen Stil, wie Geschichten von Poe gerne illustriert werden sozusagen. Mhm. Also was so in die Richtung geht. Was zufälligerweise auch noch sehr, sehr treffend ist, das Ganze spielt nämlich in Nordamerika 1733 oder sowas, rund um den Dreh irgendwo. Genau, also irgendwann im 18. Jahrhundert in einem kleinen Dorf, was abseits von allem ist, sozusagen, irgendwo mit Siedlern. Dort gibt es diesen Winterwald, der sehr kalt ist. Und in den man nicht reingehen sollte. Das wissen alle Dorfbewohner, aber aus irgendeinem Grund müssen die Charaktere trotzdem rein. Vom Regeln technisch her ist es wirklich sehr, sehr light. Für mich ist es so ein bisschen vielleicht so eine Zwischenstufe zwischen Werwölfe von Düsterwald, wer das kennt, und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen richtigem Rollenspiel. Man hat einen W6, braucht man nur, und man hat auch gar keine Skills oder so, sondern jeder Charakter besteht eigentlich nur aus einem Namen, einem Beruf und dann glaube ich einen Grund, warum dieser Charakter in den Winterwald gehen könnte. Wobei das je nach Abenteuer auch überflüssig sein kann, weil das sich schon aus dem Abenteuer heraus ergibt. Genau, es nennt sich auch selbst mehr Erzählspiel als Rollenspiel. Mhm. Wir haben das jetzt sozusagen an einem kleinen Minispielabend vor Halloween gespielt oder am Abend zu Halloween und haben uns da zusammengesetzt und das Licht ausgemacht, einen Würfel in die Mitte gelegt und eine Schale mit Kältemarkern. Darauf achten, Kältemarker sollten nicht essbar sein, ansonsten verschwinden sie. Richtig. Diese Kältemarker, ist es halt so, man bekommt einen, sobald man in den Winterwald geht, und die sammeln sich dann langsam an. Also immer wenn irgendwas Doofes passiert, dann bekommt man noch einen Kältemarker dazu. Und immer wenn man versucht, etwas zu tun, was vielleicht nicht klappt, also wenn man typischerweise eine Probe würfeln würde. Das hier ist die Karte. Ah, genau, das ist nochmal die Karte vom Dorf. Vom Dorf, genau, da ist der Winterwald hier links markiert. Mhm. Und das Dorf auf der anderen Seite. Dazwischen ist der East Creek, ein Fluss oder ein Bach. Egal. Und also wenn man versucht, irgendwas zu tun, also wenn man typischerweise eine Probe würfeln würde in anderen Rollenspielen, dann würfelt man mit einem W6 und versucht, über die Kältemarker zu würfeln. Das hat den Effekt, dass es am Anfang relativ einfach ist, Dinge zu tun, und je weiter fortgeschritten das Abenteuer ist, desto schwieriger wird es, etwas zu tun. Bis man dann, ich glaube, wenn man 6 Kältemarker hat, ist man quasi tot. Es ist ja auch, wie wahrscheinlich das auch schon, das Buch spricht ja schon sozusagen vom Artwork her darauf, dass es ein Grusel, sag ich mal, Rollenspiel ist. Also das passt auch so ein bisschen dazu, ne, dass innerhalb so einer Gruselgeschichte, sag ich mal, wird es ja sozusagen gegen Ende hin immer schlimmer und immer böser, und dem spielen diese Regeln so ein bisschen zu, ne, dass es halt am Ende dann immer schwieriger wird für die Helden, auch erfolgreich zu sein und schlimmen Dingen auszuwandern, genau. Sozusagen. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem anderen Horrorrollenspiel, wäre dann Cthulhu zum Beispiel, ist es einfach eine ganz andere Ebene. Hier kann man wirklich wunderbar das Licht quasi fast komplett ausmachen. Du hast keine Werte, keinen Charakterbogen, auf den du dich konzentrieren musst, den du ablesen musst.
Das Einzige, was du sehen musst, ist letztlich das Würfelergebnis. Mhm. Und ansonsten ist es eine Probe, du brauchst nicht eine riesige Tasche an Würfeln, es wird für die gesamte Gruppe letztlich ein W6 gebraucht, der kann rumgehen. Es ist auch für Nicht-Rollenspieler als halt Erzählspiel wirklich sehr schön geeignet. Wirklich Kampagnen oder ähnliches funktionieren damit nicht, also es ist wirklich als Rollenspiel zu betrachten, das funktioniert nicht. Aber Systematis ist ja auch genau dafür bekannt, im Prinzip kleine Systeme rauszubringen oder zu übersetzen, die halt sich genau dadurch auszeichnen, dass sie einen besonderen Kniff, halt ein besonderes System haben und nicht einfach nicht ein besonderes Setting, sondern halt wirklich, bei denen das System selbst halt der entscheidende Punkt ist. Und das ist halt ja schon der Name. Was man noch sagen muss, was ich sehr interessant fand, wenn auch das am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig war, ist, das Spiel wird im Gegensatz zu anderen Rollenspielen in der Vergangenheit und in der dritten Person drückt man sich aus. Also man sagt nicht, ich gehe dahin und kletter auf den Baum, sondern man sagt, ich sage jetzt mal, mein Charakter heißt Peter. Peter ging zum Baum und versuchte, ihn zu erklettern. Also man muss sich immer in der Vergangenheit in der dritten Person ausdrücken, was dazu führt, dass es halt geschichtenartiger wirkt. Also es wirkt halt wirklich so, als würde man zusammen so eine Gruselgeschichte sich erzählen am Lagerfeuer. Es ist aber nicht ganz einfach teilweise. Man muss wirklich ein bisschen drüber nachdenken, wie man dann Dinge ausdrückt. Weil also Es ist definitiv eine Umstellung und eine Umgewöhnung, weil man sonst, gerade wenn man als Rollenspieler doch aus der Situation kommt, immer aus der Ich-Perspektive zu reagieren und zu sagen, ich möchte jetzt das und das machen. Mhm. In die dritte Person zu wechseln, das geht noch relativ schnell, aber dann in die Vergangenheitsform zu wechseln, mit dem, was ich gerade mir selbst als Ziel gesetzt habe, aber es in Vergangenheitsform auszudrücken, ist etwas knifflig. Es ist praktisch, wenn man da einen... irgendwie jede Runde hat meistens irgendjemand, der einen ständig korrigiert. Also sprachlich, das ist, der ist dann super praktisch, der korrigiert einen dann immer wieder. Es fiel auch der Begriff Grammatik, das Rollenspiel. Das haben. Also es ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde, es hat dann aber auch durchaus seinen Flair. Also wenn man dann da drin ist, gut, das war jetzt in der ersten Runde vielleicht ein bisschen holprig am Anfang. Aber ist holprig, man muss sich das dran angewöhnen, aber tatsächlich kann man dann, wenn man das wirklich konsequent durchzieht, hat man halt wirklich sowas wie eine Art Hörspielerlebnis sozusagen. Auch wenn die anderen gerade am Erzählen sind, man selbst nicht, dann ist es halt, man hört dadurch halt eher auch zu. Ich finde auch, es bekommt halt dadurch viel mehr so einen Geschichtencharakter irgendwie. Also ich finde schon, ist schon schön gemacht. Zum Buch kann man noch sagen, ja, es ist 15 € hat es gekostet, das finde ich ist ein sehr angemessener Preis. Die Illustrationen sind jetzt nicht mega super krass, aber sie sind, finde ich, stimmungsvoll. Von der Aufteilung her lässt sich das gut lesen. Es ist so, dass, also am Anfang, im ersten Kapitel geht es erstmal so um Legenden. Das ist so ein bisschen, um einen in die Stimmung zu bringen. Da gibt es halt verschiedene Geschichten aus dem Winterwald und um den Winterwald. Dann die Spielregeln, die wirklich sehr kurz sind. Und dann gibt es noch ein paar Szenarien, genau vier, also vier Abenteuer quasi, die vorgefertigt drin sind. Ja, und dann noch so eine Karte und Inspiration und so weiter. Aber es ist jetzt nicht super viel Text, man kann das relativ schnell durchlesen. Und hat aber auch schon mal ein paar Szenarien an der Hand, um halt irgendwie direkt loszulegen. Das finde ich schon, ist schon schön gemacht. Also ich kann da nicht viel Schlechtes dran finden, sozusagen. Gerade dadurch, dass es halt als Erzählspiel gedacht ist und man ist es halt schon wichtig, dass da Szenarien drin sind, dass es nicht einfach nur ein Regelblatt ist, sondern dass man da dann auch halt gleich mitspielen kann. Ja, und auch diese Geschichten am Anfang, die drin stehen, oder diese Legenden, das finde ich, bringt einen schon schön so in die Stimmung, okay, wie kann ich mir sowas vorstellen, worum geht's da, was für eine Art von Horror soll da eigentlich transportiert werden, und das fand ich schon schön gemacht beim Lesen, also es hat mich schon irgendwie reingebracht, auch in dieses System. Das Schöne ist, es ist halt sehr leicht. Das System ist schnell verstanden und man kann es halt wirklich nebenbei einfach mal einen Abend einfließen lassen und so einwerfen zur Auflockerung, um mal was anderes zu spielen, wenn man ansonsten immer nur dasselbe System spielt. Ja. Oder halt, wenn man einen speziellen Anlass hat, dazu einfach mal eine Partie, gehe ich in den Winterwald zu spielen.
Ist auch, also auch die Abenteuer, das ist nicht super viel Text, das ist, da kann man sich super schnell durchlesen, da sind ja auch kaum, also eigentlich gar keine Werte drin. Das kann man auch relativ schnell vorbereiten. Ich fand es jetzt, muss ich sagen, als ich es gelesen habe, ich habe es selber an dem Abend nicht geleitet? Jetzt habe ich schon eine Grammatik, das Romanspiel. Geleitet ist richtig, ja. Ich tendiere mal zu gelitten in letzter Zeit, ich weiß nicht warum. Also so leidenst. Ja. Leiden beim Roman. Also ich habe an dem Abend nicht geleitet, aber ich hatte mir auch einen Abend mal durchgelesen und ich fand es schon nicht ganz einfach zu leiten. Also ich würde es jetzt für, gerade für den Leiter, vielleicht nicht unbedingt für Anfänger empfehlen, weil es, man muss da schon sehr viel improvisieren, hatte ich so das Gefühl, und sehr viel selber machen bei den Abenteuern, die dabei sind. Aber wenn man schon, sag ich mal, vertraut ist mit der Materie Rollenspiel, kann man da, glaube ich, auch relativ schnell was vorbereiten. Und wenn man eine coole Gruppe hat, die wirklich auch gut mitspielt und ja, von denen auch selber was kommt, so, ne, dann kann man da wirklich auch, glaube ich, sehr schnell was aus dem Hut zaubern, wenn, keine Ahnung, der Spielleiter ist krank, aber man will sich trotzdem treffen oder wie auch immer, dann kann man da auf jeden Fall einen Abend mit retten. So. Ja, also mir hat das auf jeden Fall viel Spaß gemacht zu genau. spielen. Habt ihr das System gespielt? Kennt ihr das? Wie hat es euch gefallen? Oder wie gefallen euch allgemein solche kleinen Mini-Systeme, mit denen man halt mal kurz einen Abend verbringen kann und das schnell geht? Teilt uns das gerne mit. Ja, wir sind auch sehr antwortfreudig immer in den Kommentaren. Und ja, interessieren uns dafür, was ihr so sagt. Dann. Bis dann. Bis dann. Tja, ich konnte sogar aufstehen.